Der Anführer einer Protestbewegung in Bosnien-Herzegowina, Davor Dragicevic, will weiterhin dafür kämpfen, dass der Tod seines Sohnes aufgeklärt wird. Er war in dieser Woche unter dem Vorwurf verhaftet worden, er habe die öffentliche Sicherheit gefährdet. Einen Tag später setzte man ihn wieder auf freien Fuß. Er hatte gegen die Regierung in der serbischen Landeshälfte von Bosnien-Herzegowina demonstriert. Sein 21-jähriger Sohn David war im März ermordet aufgefunden worden. Es ist wie ein langsamer Tod für meine Familie, für mich, für Davids Mutter Teresa, für seine Schwester Susanna. Sie haben meinen Engel umgebracht, er war nur 21 Jahre alt. Der Vater war von Anfang an davon überzeugt, dass der Sicherheitsapparat der Serbenrepublik in Bosnien für seinen Tod verantwortlich sei. Bei den Protesten in dieser Woche in Banja Luka war es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Es handelt sich um Lügen, so der Präsident Serbiens, Aleksandar Vučić. Wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten Bosnien-Herzegowinas oder der serbischen Teilrepublik ein. Die Demonstranten in Banja Luka werfen Belgrad nämlich vor, die Behörden der Serbenrepublik bei der Vertuschung der Wahrheit zu unterstützen. Selbst in Belgrad kam es zu Protesten.